Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area und ich habe heute wieder eine kleine Mod-Vorstellung für euch. Und zwar im Bereich der Schneidwerke für die Drescher habe ich vom Arthur, von unserem Arthur etwas geschickt bekommen. Und zwar das Crissoni-Schneidwerk, 23 Meter Arbeitsbreite für 84.000 Euro in der Anschaffung. Für Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sojabohnen, Sorghumhirse, Mais und Sonnenblumen. Mais und Sonnenblumen. Wir gehen rein. Klein, niedlich, kompakt, unschuldig liegt es hier rum. Wir können die Hauptfarbe ändern. Wir können eine Designfarbe ändern. Ja, zack. Wir können noch eine Designfarbe ändern. Zack. Wunderbar. Das sind die Konfigurationsmöglichkeiten. Und jetzt schauen wir uns das Schmuckstück mal in Natura an. Klein, süß, kompakt. Wie gesagt, liegt es hier rum. Ich habe mal einen Drescher, einfach den größten jetzt genommen. Das Schneidwerk ist Multibrand. So, schaut es euch an. Von der Transportbreite. Transportbreite her. Es ist schmaler als dieser Drescher. Das heißt, beim Fahren über der Straße nichts Schneidwerk waren, werden wir da wohl null Problemos kriegen. So. Wir haben hier Platz. Ich klappe auf. Noch Fragen? Schaut es euch an. So, ihr habt hier gesehen, ne? Ab einem gewissen Bereich, wir testen das gleich noch mal aus, gibt es Kollision. Ich schmeiß das jetzt auch mal an. Ach, der Drescher ist noch zugeklappt. Ja, dann klappen wir den Drescher auf. So. Jetzt. Fertig ausgeklappt. So, guckt euch an. Es läuft. Es ist farblich anpassbar. Es sind wahnsinniger. Na, lass mich einsteigen. 23 Meter Arbeitsbreite. Jetzt gucken wir noch mal wegen Kollision. Ich glaube nicht, dass ich durch diese Lücke da durchpasse. Ne, da ist auch die Dings ist im Weg. So, da ist Kollision. Da ist keine Kollision mehr. Also ungefähr ab. Ja, da ist wieder Kollision. Gehen wir nicht auf den Nerven im Auto. Und da. Also ungefähr ab hier, wo dieser Absatz ist, da ist Kollision drauf. Und das, was hier übersteht, da ist keine Kollision drauf. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich klappe das Ganze zusammen, habe ich nur noch die Abmessung von dem Drescher. Ist das geil? Leute, das ist doch genau das Schneidwerk, ne? Das ist doch genau das Schneidwerk, was wir so vermisst haben. Wahnsinn. Kommt auf jeden Fall auf meinen Zettel. Ihr Lieben, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Der Arthur und ich freuen uns schon wieder auf eure Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal, das hilft mir und hilft damit auch euch weiter. Ich war, bin und bleibe Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen, was in der heutigen Zeit das Wichtigste ist. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.